Hi. Ich bin auf dem Weg zum Trainingsplatz, um Probe zu fahren. Ich habe gestern Operation am offenen Herzen gemacht. Erstmal zum Hintergrund. Bei der CBR ist es so, dass das Drehrad zum Einstellen des Standgases nicht direkt auf die Drosselklappen geht, sondern mit der Choke-Einheit verbunden ist. Das führt dazu, dass das Standgas schwankt. Also wenn ich es zum Beispiel einstelle auf 3000 oder 4000, dann fahre ich eine Weile, dann geht es zurück. Dann ist es auf einmal wieder bei 2000 oder 1500. Und wenn man kurz ans Gas geht, dann schnellt sie wieder hoch. Das ist vor allen Dingen ein Problem in den Rotationen, weil dann der Schub abbricht auf einmal. Wenn man so in der Rotation ist, auf einmal hat man gar keinen Vorwärtsdrang mehr. So, die Lösung ist jetzt ein Einstellrad direkt an der Drosselklappe anzubringen, und zwar an der Schraube, die sozusagen den Anschlag von den Gaszügen darstellt. Die kann man ersetzen durch ein Einstellrad. Jetzt will ich ausprobieren, ob es funktioniert. Die entscheidende Frage ist, ich habe jetzt die Choke-Einheit noch drin. Ich habe die nicht ausgebaut. Und da bin ich jetzt gespannt, ob sich das gegenseitig in irgendeiner Weise negativ beeinflusst, ob das überhaupt funktioniert. Ja, schauen wir mal. Wir können es ja jetzt sehen. Spaß. Okay, kommen wir zum Resümee. Wenn ihr eine CBR fahrt, 600, 900, guckt euch das mal an, es funktioniert. Auch ohne den Choke auszubauen. Es ist natürlich kein Zauberding. Also es wird jetzt nicht alles auf einmal super einfach, aber es wird einfacher. Ich muss mich jetzt nur umstellen, weil ich merke, ich habe Reflexe drin, die jetzt A, nicht mehr nötig sind und B, eher schlecht. Eins ist ganz wichtig, Leute, nicht vergessen, am 27.09., also jetzt in 2 Wochen, am Technikmuseum in Sinsheim, die Rennleitung 110 lädt ein in Kooperation mit Moto Gymkhana Deutschland, ein Tag Moto Gymkhana Training für alle Level. Wir machen Sachen für Einsteiger, die ganz frisch sind. Tobi wird einen schönen Parcours für nachmittags entwerfen, sodass für alle Level was dabei ist. Meldet euch entweder beim Rick oder bei mir, dann kommt ihr auf die Liste. Leute, die nicht Mitglieder sind bei der Rennleitung 110 oder bei Moto Gymkhana Deutschland, melden sich bitte bei der Rennleitung 110 beim Rick Lobak. Findet ihr da auf der Seite. Ich mache mal hier den Link hin. Die Rennleitung organisiert das Ganze. Die Modalitäten erfahrt ihr dann dort. Okay, dann bis in 2 Wochen. Wir sehen uns. Tschüss.